Nun, der mir den dann verspeist hat, konnten mir natürlich dann eine Stargate A wählen in der Base zurück. Habe ich dann erst festgestellt, weil die Giga den Loot gefressen hat. Och, guck mal, das sind ja befruchtete Eier. Wir gucken mal, was rauskommt. Und dann waren das auch echt noch gute Tiere. Ja, da waren schon ein paar Aktionen, die man bei den Projekten gehabt hat. Konnte halt damals noch nicht aufnehmen. Neue Grafikkarte war nicht hoch genug, der Prozessor. Ich habe heute noch sogar noch ab und zu Probleme, wo der Prozessor zu warm wird und dann macht er die Grätsche, der Rechner fährt komplett neu hoch. Kann er ja, in alle 5 Sekunden kann das passieren. Gerade bei ARK wird der Rechner so belastet. Wäre es nicht was, das ist, ich wäre Balle, naja, brauche. So, machen wir da jetzt einmal einen Schlafsack hier. Wenn mir was passiert, dass ich da Schutz habe. So, eine weitere Struktur. Kommt echt kein Sturmtruppler, ne? Wahnsinn. Wo sind da dann meine Sturmtruppler? Ich brauche euch doch. Ich komme doch da auf dem Planeten nicht alleine klar. Das da ist zum Beispiel ein Mod, wo wir für andere Völker ihn gebaut haben. Ja. Fernrohr können wir jetzt selber bauen, das ist gut. Und dann lange die uns schon nicht mehr. So, wir müssen farmen. Farmen, farmen, farmen. Berater muss farmen, weil der Sturmtruppler da ist. Das ist schon bitter. Das ist bitter. Weil die Projekte heutzutage nicht mehr so sind wie früher. Das ist eigentlich so ein Hauptgrund, warum ich da nicht mehr so mitmache. Ich war aber bei dem Aua, war ich die erste Runde dabei. Die erste Runde habe ich mitgespielt, aber da konnte ich nichts reisen. Ich habe absolut kein Tame hier gekriegt. Dann ist man hier im Dauerzustand gestorben. Dann habe ich gesagt, okay, das Projekt ist noch nicht ausgereift. War ja quasi ein Test, was er da gemacht hat. Und mich stört es auch, dass bei dem jetzigen Projekt die Tribes keine Rolle spielt. Ich habe lieber ein großer Tribe. Ich spiele lieber in einem großen Tribe und das macht für mich selbst mehr Spaß wie Singleplayer. Das gefällt mir nicht. Wenn ich Singleplayer spiele will, dann tue ich arg auf meinem eigenen Rechner starten und Join Cam Server so. Ne? Das ist so mein Gedanke. Ich will ein großer Tribe haben und bei dem jetzigen Projekt ist es einfach kein Tribe. Ich war auch beim Spielbär zum Beispiel. Spielbär hat auch da das, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Wilde Weste hat der gemacht hat. Mit, Birch Earth. Da war ich auch dabei. Das fand ich mega. Da Cowboy und Indianer. Geiles Projekt. Ich hoffe, da macht er nochmal weiter. Und solche Herbivores, hast du bestimmt auch schon gehört. Herbivores, das war mal auch dabei. Jetzt fange ich ja an, selber Projekte zu starten. Das hier wird mal Roleplay. Weil es das einfach nicht mehr gibt. Früher, da haben wir Roleplay gemacht. Beam, Kommo, zur Koordinate, so und so. Und dann haben wir das gehockt mit der Agitare so aufgestellt. Da, wir wollen uns entschuldigen, dass der Grievous die Chantal weggeballert hat. Da, nimm einfach den Kevin. Und dann waren da noch ein Haufen Turz drin, damit der Beam ruhig ist. Das geht halt so da nicht mehr. Halt, es ist einfach nur noch, bei seine Projekte oder bei der anderen Leute ihre Projekte. Oh, drauf da, zerstören, kaboom, bang, mir sind die allerbeste. Toll, ganz toll. Ich hab lieber so Roleplay-Aspekt. Das macht mir mehr Spaß, du. Kann ich mich ausleben als Imperator. Ja, das fetzt mich mehr. Ups, jetzt habe ich nochmal irgendwas gebaut, wo ich nicht mehr brauche. Egal, gibt XP. Dann nochmal eine Tür. Ja, bauen zwei Wände. Wir brauchen also mehr Wände. Hoppa, fertig. Machen es. So, ja. Welt, Tetsch. Tetsch! Hinten da ja noch.
Und haben wir ein bisschen was haben wir ja schon gesammelt. Auswahl, ich hab's auf dem Blatt. So, das müsste lang. In der Zeit craftet du mal schon was Dach drauf setzen. Imperator wohnt in Stroh, dass ich sowas nochmal erleben darf. Weil kein Sturmtruppler kommt und mich rettet. Wahnsinn, Wahnsinn! Echt, fand ich echt langweilig so. Terenzino hat ganz schön gefetzt. Terenzinos haben doch gut Damage gemacht. Oh ey, waren zu viel gebaut. Komm, setze doch hier. Dann kann ich die Ressource wieder ran. Ne, das da. Ressource wieder rausholen. So. Gut, jetzt sind wir geschützt. Wir haben eine Zuni Base. So. Weitere Strukturen können wir nicht bauen. Bei der Farmer. Mehr drauf. Dann dürfen wir leveln. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass wir leveln dürfen. Da gehen wir nochmal auf live, ne? Lieber Imperator, ich muss ein bisschen was aushalten können, du. Oh, mit dem Modesto, das kostet ja nix. Nix, du, die S-Plus-Station. Feuer brauchen wir jetzt mittlerweile. Und das brauche ich auch. Wenn ich nämlich doch sterben sollte. Ah, ich hätte Bett lernen. Ah, mal gucken, man könnte Schläger lernen. Schläger ist da. Gute. Zack. Au. Dann müssen wir jetzt jagen, damit wir Leder bekommen. Ne, weiß nicht, was du mit Hummelmensch Werbung. Jo, alles klar, es war cool, dass du vorbeigeschaut hast. Ja. Rät mich, dass noch jemand von der alten Zeit her mich kennt. Das ist cool. Es werden immer neue Sturmtruppler gesucht. Alles klar, dann hab einen schönen Abend und ciao, ciao. Möge die Macht mit dir sein, Gamer 97. Ciao, ciao. So, ich farm da schon mal weiter. So, da ist doch irgendwo Dodo aber herumgerannt. Oh, da sind mehrere Dodos, perfekt. Nehmen wir da mal ein bisschen Wetter ins Sammler. Deiner Vogel gibt halt nicht viel Leder her. Sollte ich vielleicht nochmal ein Leuchtpistole-Signal setzen, wenn eine, es kommt dann ein Sturmtruppler. Hol vorbei. Wenn ich ein neues Signal setze. Ich hab mal einen Sturmtruppler kommen zu mir. Unterweg finden. Ich fahre mich da ein bisschen hoch. Ich ein bisschen Zeug hab. Wo die Gegend besser begutachte. Ich brauche irgendwas, wo man mehr Leder gibt.
So, was kann man, was habe ich denn erweitert? Ah ja, Bette. Bette ist wichtig. Guck mal. Guck mal ran. Nee, ich mit der Level ab. Gut, wir kennen ja jetzt aber das Bett bauen. Bett, Fiverr. Fiverr haben wir in der Base. Mit der. Und richtig. Und der Scheiß. L. Bett. Die Bette ist empfehlen, nicht die S-Plus zu nehmen, weil alle Bette kennen da In- und In-Stecke, kennen da beim S-Plus nicht. Und nur ins Bauer, oh. Viel mehr Jage. Viel mehr jagen müssen. So. Dann Lagerfeuer. Lagerfeuer können wir natürlich nicht in der Base stehen lassen, weil wenn ich würde mal Rauchvergiftung kriege, muss ich hinausstellen. Und ich sehe das keiner. Warum funktioniert die Tür nicht? Alter. Automatisch open and close. Scheiß Ding. Dass man doch grilltes komme. So. Wenn man da was am Stein kloppen muss. Stein doch kaputt geht, Wahnsinn. Jetzt sind die Steine sehr massiv. Ah, jetzt funktioniert die Tür richtig. Sehr schön. Aber du meinst die alle Ressourcen lagern und mal das Holzzeug. Ja. So. Okay. Mal so weg. So viel Gewicht. Auf die Jagd jetzt. Jetzt können wir jagen. Ah. Er rennt aber bestimmt weg. Nee, da kill ich lieber was anderes. Da haben wir Dodo vor der Nase. Noch. Wahnsinn! Zwei Speere an M. Dodo. Boah! Wahnsinn! Aber direkt Level up, ne? Das hat direkt geholfen. Machen wir Image. Holen wir uns die Bola, dann können wir die Para angehen. Mal gucken wir. Wenn es das und durch das, dass ich das Sattel lernen darf, kann man auch sagen, ich darf für Para reiten. So vom Roleplay her. Natürlich, naja, es ist ja ein Tier da. Na, wir machen jetzt ein bisschen. Beobachte das Tier einfach. Um es zu studieren. Ihr Verhalt. Ja, das lässt sich da drauf hinausschließen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Merkt ihr was? Normal würde ich schon längst wissen, was das für Level ist. Ja, aber das ist auf dem Server nicht so eingestellt. Und das extra weggelassen. Ja? Also muss man das Tier beobachten. Am natürlichen Lebensraum, wie es sich verhält. Damit man ausfinde, wie man es uns am besten zu eigen machen könne. Wir dürfen es nicht erschrecken, schon rennt es ja weg. Mal ruhig verhalle. Begutachte. Gucke, wie sich das Tier verhält. Und der Schmuggler hat ja gemeint, wir könnten sie alle locker. Ich glaube aber, wenn wir die Füße fesseln,
Immer das Arschen unter Kontrolle. Vielleicht können wir es mit so einem Knüppel K.O. hauen. Dann versuche. Uns hört. Bemerkt uns nicht. Der Busch tut nicht wirklich Tarne, ne? Oh, es hat ein Häufchen gemacht. Wenn man es holt, wenn man es besser analysiere, was es essen tut. Den uns hier. Ne. Darf's nicht verscheuchen. Es sieht uns nicht, es hört uns nicht. Gut, wir haben's geschafft, schnell weg. Können wir es analysieren, was das Tier esse tut. Am liebsten. So, wir gucken mal. Okay. Eine Haufe Blätter und Beerenkerner drin. Ich würde es halt echt eine Beere probieren, aber welche? Was sagen ihr? Mutter Riege. Naja, riecht halt echt wie so ein Stück Haufe, ne? So, aber wenn's Fleisch fressen wird, wäre der Geruch, ich glaube, penetranter. Ist schon deine Farbe. Komm schon. Nee. Okay. Versuche zu fesseln, dass ich wegrennen kann. Immer noch mehr Leder. Reicht nicht so laut, schon rennt mir das andere Tier weg. Ach, Vogel. 20 Haut, hast du noch was, wo man jagen können? Ich geh auf. Ah, da sehe ich was. Was ist das? Das? Ehrlich? Einfach zuerst angreifen, dann überlebt man die Kreatur. Aber leicht. Alle da. Oh Gott, das war noch nicht annähernd so gut wie so ein Vogel. Bleiben wir der Vögel, um das Leder zu beschaffen. Mal gucken, ich muss mich dran erinnern. Für Esselwurf. Seil gebrauchen kann. Mal gucken, was ich in der Base habe, ob ich da was zusammen Note kann, wo man hilft. Dann nur werfen kann, um die Füße zu fesseln. Es muss sich schon nur so um die Füße wickeln. Lurken. Was ist ein Lurken? Fasern und Steine. Oh, das jetzt mal so zusammen. Toter Stein. Drumherum Knote. Ja. Das halt. Schön. Dann noch mehr Stoffe herstellen. Sieht ganz gut aus. Aber langsam habe ich es raus. Ja, schneller. Dinger herstellen. Stein wieder drumherum. Knote drumherum. Und,
gesnatcht hat. Ah. Ah, sieht doch ordentlich aus, oder? Gut schwinge, ne? Ganz klappe, oder? Was sahen ihr? Es muss klappe, das. Immer noch so Schlägerbau. Stimmt, brauche so Schläger. Gott. Ich muss nur was trinken, zum Glück habe ich eine Feldflasche meiner Rettungskapsel untergebracht. Hat noch nicht geregnet seit diesem Planeten. Aber beim Planet gibt es ja Wasser, ne? Müssen wir mal gucken, ob man das trinken kann. Ich glaube, das bekannte Planete sind, die ich schon war, die schon besucht habe. Ob meistens tun so große Gewässer nicht schmecken. Ungenießbar. Wann ist der, die Kreatur? Wie denn das jetzt? Einfach mit dem Knüppel drauf. Wir nähern uns von hinten. Ja. Komm, das. Oh ne, er sieht uns. Oh, ich hab's erwischt. Boah. Komm her. Mal oben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, mein Arm. Ich habe gleich so Tennisarm hier. Das ist ja Wahnsinn. Boah, das muss irgendeinen Schutz haben. Im Schädel. Boah, muss das so dicker Schädel. Mein Knüppel geht gleich kaputt. Der splittert schon. Wow. Boah. Verdammt. Es flüchtet. Es hat sich befreit. Ich muss dranbleiben. Ich hab noch. Ich kann noch mal. Boah, fast hätte mich über den Haufen gerannt. Bleib stehen. Boah, ein Klick. Vielleicht einfach nur an der Hals. Der Kopf einfach zu dick Schutz hat. Boah, das muss noch. Boah, es wird schon blau am Hals. Hoffentlich bringe ich es nicht um. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt, es liegt. Ich hab nur die blaue Beere dabei. Na, müssen wir auf gut Klick probieren, ne? Oh, es funktioniert. Es nimmt die blaue Beere an. Es fresst mal aus der Hand. Oh, super. Ja, ist doch trotzdem schön, ist wie Fernsehsender. Passt doch. Perfekt, es nimmt die Beere von meiner Hand an. Ist gut. Vielleicht noch andere Beere ausprobiere. Hier noch andere Beere aus. Bis jetzt haben wir ja okay weitere Überlebende gefunden. Oder Überlebende hat mich gefunden. Ich habe nur diesen, Boah, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sky? Weil den Namen nehmen ihn. Wissen ihr noch den Namen? Der Schmuggler, der mich besucht hat. Ich probiere doch jetzt einfach alle Bärensorte aus. Irgendeins wird doch die Lieblingsbeere von dem Tier sind. Was gehört? Da habe ich mal das hingebildet. Ich habe noch mal in meiner Hand. Dass es das annimmt.
Johnny Sky, genau, dankeschön. Oh, Luke Sky hätte ich nur direkt umgebrungen. Das ist doch schön, wenn man so geschaut wird, ne? Da ist die Leute gefallen ist, die lehnen sich zurück und genießen die Show. Oh, ich kann mal Wasserflasche aufladen. Perfekt. Endlich regnet es auf deinem Planet mo. Wohin ist nochmal so ein Tier? Ja, ich gucke jetzt erstmal, dass ich mit einem Tier klarkomme. Muss dann auch gucken, hat ja diese Sitzkonstruktion auf so einem Tier. Warte, wo ich mich doch noch daran erinnern kann, wie das genau befestigt war. Die Nacht hilft mir natürlich, dass ich da nicht entdeckt wäre. Muss ihm nochmal aus meiner Hand Futter geben. Soulplay. Tut's natürlich ein bisschen doof liege. Jetzt gehen wir auf Pfeife. Pfeife ist doof. Stürmisches Wetter hier auf dem Planet. Und ich bin jetzt ziemlich weit oben auf die Klippe. Muss man da was Besseres finden? Kann ja nicht immer hoffen, dass es regnet. Muss da versuchen, irgendwas Ähnliches wie meine Wasserflasche zu machen, zu bauen. Kann ich da irgendwas mit den Steinen und ein bisschen Lehm zusammenschmieren? Und kann dann da mit Wasser ein Behältnis bauen, damit das Wasser ein bisschen aufgefangen wird. Ich habe Wasser, schon muss ich nicht gucken, wie ich hier Wasser gewinne. Ja, aus dem großen Ozean dahin kann ich auch nichts trinken bestimmt. Wird ungenießbar sind. Aber das gilt es noch rauszufinden. Oh. Wir haben wieder ein Raumschiff. Dahinne. Dahinne ist es. Gucken wir. Dahinne sieht man. Sieht man es über die Bäume. Dahinne ist das Raumschiff. Geil. Und der Todesstern schießt das jetzt ab, oder wie? Aber das ist sau weit weg. Wahnsinn, cool gemacht und der Mod. Wenn ich jetzt schon dressiere. Ich nenne es Voko. So. Mitkommen. Boah. Skeletor, du hast vielleicht recht gerade. Los da! Samo, mitkommen. Wenn ich so pfeife, dann beweg dich. Ja, geht doch. Alles muss man mit Gewalt regeln. Ja, schön, mitkommen. Auf. Jetzt. Lauf Dohi. Ach, das geht schneller. Das hast du schneller kapiert. Gut. Gut. Ja, nochmal Leckerli. Nochmal Leckerli. Den Ton kennen sie ja schon. Ja? Verstehe ich mich? Toll. Sehr schön. Auf, mitkommen. Zu der Base zurück. Komm. Na? Bleib doch stehen. Stehe bleibe.